Nur noch wenige Minuten, dann beginnt hier im Takt die Saisoneröffnung 2016-2017. Wir freuen uns, ab 17 Uhr geht's los mit einem Vortrag des deutschen Journalisten, Schriftstellers und Autors Ulrich Wickert. Er spricht über sein neues Buch zum Thema Medien, Macht und Verantwortung. Danach gibt's hier einen Apero, Musik von Puck und Tati und ab 20.09 die Tag-Eigenproduktion, das Schauspiel Salome von Oscar Wilde. Was sich hier alles abspielt im Laufe des Abends, das werden wir hier natürlich mitverfolgen und freuen uns jetzt. Es geht gleich los. Von Beruf bin ich Handwerker. Deshalb habe ich manchmal Schwierigkeiten mit der Wissenschaft, weil sie andere Worte benutzt als ich. Ja. Ich bin immer wieder baß erstaunt, wenn es Wissenschaftlern gelingt, die Arbeit, die wir Handwerker machen, in Theorie zu übertragen. Als ich noch die Tagesthemen moderierte, war die eine oder andere Moderation ironisch gefärbt. Das veranlasste einen angehenden Wissenschaftler an der Hamburger Universität, eine Arbeit über ironisches Sprechen in Fernsehmoderationen am Beispiel der Tagesthemen zu verfassen. Sie waren jetzt auch gerade im Vortrag von Ulrich Wickert und beim Gespräch. Wie hat es Ihnen gefallen? Also als ehemaliger Fernsehmacher bin ich immer sehr beeindruckt von Herrn Wickert. Tagesthemen ist bei mir auf dem täglichen Fahrplan gestanden und heute in seinem Referat, also in der Lesung und im anschließenden Gespräch, hat sich bestätigt, der Mann hat einfach etwas drauf. Die Personenzahl eines Stückes ist immer noch so groß wie eh und je. Das Theater engt das Leben ein, und zwar in mehreren Beziehungen. Es ist immer schwer für den Menschen, im Leben ein einziges Ziel zu haben. Im Theater ist jetzt auch das Ziel klar. Von der ersten Probe an ist das Ziel immer sichtbar, nicht zu weit entrückt und bezieht jeden. Wie schön ist die Prinzessin Salome heute Nacht. Wie schön ist die Prinzessin Salome heute Nacht. Wie schön ist die Prinzessin Salome heute Nacht. Wie schön. Ja, wir sind jetzt hier bei der Premierenfeier nach unserer Eigenproduktion Salome. Ulrich Wickert, Sie haben das Stück auch gesehen. Wie hat es Ihnen gefallen? Es war vom Ansatz so, wie ich etwas liebe. Sehr reduziert. Gerade das Bühnenbild lenkte überhaupt gar nicht ab, sondern hat höchstens ein bisschen unterstützt. Und das ist etwas, was ich schon mal alleine mag. Also, weil wir uns ganz konzentrieren konnten auf die Worte und auf die Geschichte. Und besonders beeindruckt hat mich die Salome, ist ja doch eine große Rolle. Und ich finde, das hat sie ganz hervorragend gespielt. Bei mir ist jetzt Anniko und Heinz Höfer. Darf ich euch kurz fragen, wie hat es euch gefallen? Sehr gut. Interessant war auch die ganze Inszenierung, wie man das löst, dass die vor Publikum tanzt. Das war schon außerordentlich interessant. Und das Bühnenbild war fantastisch. Herr Nägele, wie hat Ihnen die Eröffnung bis jetzt gefallen? Wir sind jetzt hier kurz nach Salome bei der Premierenfeier, aber Sie waren auch schon vorher beim Vortrag von Ulrich Wickert. Ja. Also zuerst freue ich mich mal wieder im Takt zu sein mit dem neuen Intendanten. Sonst sättige ich meinen Kulturbedarf in Berlin und dass ich den hier sättigen kann, das ist einfach schön, mal wieder hier zu sein. Und ich werde auch wieder öfter kommen.